Kunbawa und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dungeon mit mir und Inokun. Hallo Inokun, grüß die Leute. Und wir haben beim letzten Mal gebetet und eine neue Waffe bekommen. Ja, sehr absurd, aber es ist keine Sense, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, sondern es ist eine Spitzhacke. Red Pickaxe. Minus 20 Defense und minus 90 Power. A pickaxe colored in the color that the gods hated the most. Das ist jetzt nicht gut, vor allem das 20 Defense nicht. Minus 20 Defense, aber überhaupt kein Problem, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und jetzt rede ich schon mal mit diesem alten Mann, denn beim letzten Mal haben wir 4500 Gold erhalten können und wollen jetzt natürlich die Boutique bauen. Look through your collections of costumes and change them here. Genau, die können wir nämlich bauen, denn wir haben beim letzten Mal Bord gerettet. Boutique, the dressing room is where you can change into obtained costumes. Bloch. Your fort finally listened to my request. The world's biggest designer needs the best place like this. Let me look outside a little and clean up inside. Oh, I almost forgot to thank you so much. Okay. Genau, neue Waffen-Dungeon. Natürlich immer gut, wenn wir hier jemanden sein Haus wieder geben. Und jetzt können wir mal gucken. Defense wollte ich als nächstes auf 10 bringen. So, und jetzt gucken wir mal zur Boutique. Hallo! Are you ready to change clothes? Genau, jetzt können wir hier nämlich Kostüme aussuchen. Allerdings hat das auch immer so seine Nachteile. Adventurer, a rookie adventurer who came to explore the dungeon. Genau, das ist unser Basic Dude. Der hat keine Vorteile, keine Nachteile, alles cool. Dann haben wir den Plate Mail Warrior. A reliable warrior wearing a plate mail. Genau. Der plus 10 Verteidigung, aber minus 10 maximales Leben. Ja, okay. Gunman of the Sunset haben wir dann noch. A Gunslinger making a living by hunting outlaws. Revolver Expert. Power increases by 60 when using a weapon with a revolver tag. Hat aber minus 30 maximales Leben und minus 15 Defense. Also das ist echt so ein krasser Fernkampf-Dude. Und dann haben wir noch Alice. Alice in the Wonderland. I don't see the rabbit, but I see so many wonderful targets. Das ist denn wohl die Alice aus Alice Madness Returns und nicht aus Alice im Wunderland. Übrigens, Alice Madness Returns, fantastisches Spiel. Werde ich wahrscheinlich bald auch noch mal einen Twitter-Poll zu machen, ob ich das nochmal spielen sollte. Ich habe das zwar schon als Let's Play, aber warum eigentlich? Das gehört ja gar nicht her. Egal. Farsighted Power decreases by 40 when enemies are nearby. Okay, Power decreases, wow. Minus 20% Max Health, plus 40 Power. Okay, das ist irgendwie weird. Egal, wir setzen heute unseren Weg als normaler Adventurer fort. Denn wir wollen ja die Axt ausprobieren. Komm mit, Inokun. Wir gehen nochmal zum Schmied und zu der anderen. Und ich hatte ja meinen Opferbaum nicht voll aufgeladen, deswegen kann es vielleicht daran liegen. Was? Okay. That will help me, genau. Kann es vielleicht daran liegen, dass die Sense jetzt nicht komplett cool ist. Oder das ist einfach normal so. Ja, Klaus Armor habe ich gerade bekommen. Baby Green Bed. Okay, mehr kann ich auch nicht. Dankeschön, dann gehen wir doch mal ins Dungeon. Inokun, du passt ja auf. Ich gehe ins Dungeon und rette noch mehr Leute. Hallo, Mr. Dungeon. Dass der auch immer so plötzlich auftauchen muss, ne? Okay, let's go. The Jail Pale. Hallo, Croc. Ich habe noch nichts für dich. Ich bin gerade erst angekommen. Hallo, Koch-Lady. Ich habe auch nichts für Sie. Ich bin gerade erst angekommen. Alter. Das ist hier die komplette Zerstörung. Wenn das Ding, oh, okay. Ich hoffe, das ist nicht zu nervig. Wow. Bloodstone Ring. Stackt das eigentlich? Ankommen. Well, two-handed. Okay, keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Dann würde das da stehen. Ich hoffe, das ist nicht zu nervig. Gerade wenn das jetzt auch vorgespult ist. Aber ich denke mal nicht. Und in die viel will ich nicht reinspringen, weil ich zwei Leben verloren habe. Das wäre Quatsch. So. Aber ich muss ja die Waffe so benutzen. Die will so benutzt werden. Von mir. Kann er nichts gegen machen. Das ist einfach komplette Zerstörung einfach nur. Ich dachte, das Kunai wäre stark. Aber anscheinend habe ich hier den Rest ganz schön unterschätzt. Ja, okay. Interessant. Da kommt noch einer von den Hüten gefallen. Braucht halt leider echt viel Schläge, bis das wirklich mal wirkt. Ja, die Schuhe, wow. Okay, das könnte lustig werden. Oder nervig, eins von beiden. Ja, da lang. Boing, 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 boing. Hey! Alter, die komplette Eskalation hier. Hey, hey. Okay, Sachen zusammen ist mit den... Nein, komm, stop it. God damn it, nein. Damit kann ich ja überhaupt nicht umgehen. Das ist ja nur furchtbar. Das ist ja terrible. Diese Sprungschuhe. Hopp. Zack, krieg ich nichts dafür? Okay, dann kriege ich offensichtlich nichts. Danke dafür. Ja, jetzt können wir zur Köchin gehen und zu Croc. Ne, nur zur Köchin. Was haben wir denn hier schönes? Aha, nee, leider nicht. Power Vision Critical, Power Max Health, Power Max Health. Ich nehme das, danke. Jetzt habe ich noch 1000. Croc, was hast du denn schönes? Wir können ja auch hier Sachen verkaufen. Was haben wir denn hier? Oh, du hast aber viel diesmal, ne? Du hast aber ganz schön viel. Short Spear, Rubbing Necklace, Charm of Power ist natürlich eine nette Sache. Black Rose Sword ist natürlich auch schön, aber nicht so interessant. Das sind zweihändige Waffen, deswegen kommt das schon mal nicht in Frage. Holen wir uns mal den Charm of Power und schmeißen mal die beiden Sachen weg. Denn, ganz ehrlich, wer braucht das schon? So, und dann gehen wir in den nächsten Abschnitt, beziehungsweise, ja, nee, wir haben kein Leben verloren, alles gut.
Alles Goody McGutenstein. Runter geht's in den nächsten Abschnitt. Wir haben jetzt zwar ja noch zwei krasse Feen, aber die brauchen wir nicht. Weil wir einfach zu krass sind für dieses Level. Hallo Krog, schön, dass du schon wieder da bist, direkt am Anfang. Green Bad, Pistol, holy, holy, holy! You need to work with a built-in pistol. Oh, okay, aber wir haben leider... Ah, nee, wir gehen heute mit der Sensor durch. Sorry, Buddy, but, ja. Ist ja auch schon wieder da, Alter. Ich tauch echt direkt am Anfang aus, ne? Was auf? Was soll das? Ich meine, cool und alles, aber auch ein bisschen weird. Normalerweise, also manchmal suche ich euch halt ewig und jetzt seid ihr einfach direkt am Anfang. Ich meine, was soll denn das? Max Health, Power, Move Speed. Ah, ne. Den Ring, wow, den Ring können wir wegpacken und... Summon's a Green Bat, Summon's a Green Bat. Okay, noch keine weiteren Effekte. Aber die Green Bats sind auf jeden Fall cooler. Da brauche ich keine Defense. Hier kann ich natürlich einfach... Wow, okay, das war, ja. Ich denke dort. Okay, jetzt ist das natürlich leer. Aber wenn wir Sachen opfern, dann wird das natürlich wieder gefüllt. Und beim nächsten... Also ich füll's diesmal komplett. Bevor ich hier wieder eine Waffe bekomme, die gar nicht voll upgraded ist. Oder die vollen Stats hat. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist, ob das damit zusammenhängt oder ob die Waffe von vornherein mit Minuswerten kommt, um die OP-Nis auszugleichen. Ich glaube, so würde die Waffe noch mehr Schaden machen, dann warum sollte man noch eine andere benutzen? Ne? Das würde ja dann gar keinen Sinn mehr machen. Ah, der Anker ist auch nett. Macht auf jeden Fall viel Schaden. Hallo? 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 Okay, hallo? Das einzige Problem, was ich mit so Waffen immer sehe, ist, tot. Wow. Ist, dass ich denn nicht das Ausweichmanöver richtig benutzen kann. Irgendwie, das ist, weird. So. Jetzt. Nee, ich muss erstmal nach da. Erstmal. Ein bisschen Leben hätte ich noch gerne, weil wir sind ja gleich schon beim ersten Boss. Das geht hier ratzfatz, Leute. Wenn man sich hier mit so einer krassen Waffe einfach durchschnitzelt. Da können die Gegner nichts, ne? Da machst du nichts als Gegner. Ich finde es immer schade, dass man nur den Helden spielt in solchen Spielen. Man könnte auch mal den Bösewicht spielen. Also es gibt ja, ich habe auch mal so ein Spiel gespielt, ob das ein Let's Flash war oder ein Indie-Time. Ich glaube ein Let's Flash, wo man den Bösen gespielt hat und promoted wurde. Wenn man gute getötet hat. Was natürlich auch eine coole Sache ist. So, was haben wir da? Nehmen wir mal das, was am teuersten ist. Das ist ja meistens auch das Beste. Im echten Leben. Gehe ich tatsächlich... Ach nein, alles gut. Ich wollte gar nicht zu dir. Gehe ich tatsächlich auch oft nach, wenn ich irgendwas bestelle. Dann gucke ich meistens, okay, also ich gucke immer, was hat die besten Bewertungen, übrigens, ja. So, den Start noch. Was hat die besten Bewertungen und was ist am teuersten und vergleiche das dann so ein bisschen, weil meistens hat Qualität natürlich auch immer seinen Preis und ich kaufe gern nicht die teuersten Sachen, aber Sachen, die, wo man auch sagt, okay, du hast hier was, was 5 Euro kostet und du hast was, was 20 Euro kostet, je nachdem, welches Item das ist, ja, muss man sich dann natürlich gucken, ob das, welcher Preis da realistischer ist für einen selbst. Weil, ich bin mit der, oh, warte, erzähl ich gleich nach dem Kampf. Das ist, glaube ich, gerade ein bisschen zu laut, sonst. Ja, easy peasy. Ich bin mit der Einstellung aufgewachsen. Das ist eine Weisheit, in Anführungszeichen. Ja, explodiere doch endlich. Wie mein Vater mir immer mitgegeben hat, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Das kennen bestimmt auch einige von euch. Und, ja, das stimmt halt echt. Wenn du Sachen kaufst, die zu günstig sind für das, was sie sein sollen. Was nicht heißen soll, dass man immer das Teuerste kaufen soll. Gerade was, Kleidung angeht, gibt es ja einige. Was ist das denn? Chunk of Ice. Freezes! Cold Status Effects Enemies. Was? Nee, das war Circling Out und Adventure. Das klingt doch nett. Es gibt einige Kleidungshersteller, die verlangen wirklich obskure Preise. Und da sage ich natürlich, das ist dann natürlich Quatsch, das Teuerste zu kaufen. Aber so bei anderen Sachen, so bei Sachen, die man auch braucht, ich weiß nicht, Werkzeug oder irgendwie sowas, fällt gerade kein besseres Beispiel ein. Aber da ist es dann auch schon besser, wenn man da ein bisschen was Teureres kauft. Könnt ihr jetzt mal schießen oder habt ihr eure Munition für heute verballert? So. Wow, Flanked Maze. Hey. Das ist ja amazing. Ja, okay, ich geh mich hin. Ja, okay. Gehen wir da lang. Ja, wie bin ich jetzt überhaupt drauf gekommen? Ich hab keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Ne? Den zwei Zeit. Von Akato. Presented by Akato. Überhaupt kein Problem, Leute. Überhaupt kein Problem. Ich kann euch schon was beibringen. Wow. Alter, ich hab schon wieder kein Leben mehr, ne? Ich dachte, ich bin krass, aber ich hab hier einfach kein Leben. No. Hat er mich getötet? Really? What the frick? Kriegen wir wenigstens ein Level up? Ich meine, wir sind nicht weit gekommen, aber... Wow, das war schlecht. Das war tatsächlich relativ, man möchte doch sagen, scheiße. Okay, was können wir denn mal trainieren? Hallo, train patience. Thank you very much. Ja, okay, dann können wir diesmal gleich ausprobieren, einen anderen Charakter zu nehmen. Obwohl, ich will jetzt nochmal so ins Ice Dungeon, weil die Folge ist ja auf jeden Fall noch nicht lang genug. Als normaler Adventurer ins Ice Dungeon, mal gucken, wie weit ich komme. Ist ja auch geil, wenn es so Portale gibt. Einfach, wenn man eine Ebene geschafft hat, dass man sich gleich in die nächste Ebene teleportieren kann oder so. Dass man nicht alles nochmal durch... Wow, okay, ein paar Boost hier. Dass man nicht nochmal alles durchlaufen muss, aber, ja, das gibt's nicht. Okay. Okay, hat der irgendwas Krasses? Power increases when not in combat. Yeah, ist ja geil. Aber wenn ich nicht im Kampf bin, dann bringt mir das ja auch nichts.
Was haben wir denn hier noch? Die Hallebarde ist natürlich eine... Ja, ich kaufe mir einfach alles, würde ich sagen, ne? Cool. Gute. Huch, ne, ich wollte hier. So. Gute. So. Ja, geil, jetzt habe ich zwei Sachen um mich rumfliegen und eine Hallebarde. So, da kann doch eigentlich nichts schief gehen, oder? Let's go. Ich nehme noch einen kleinen Zip. Delicious. So, los geht's. Werde ich das Ganze wieder rausschneiden? I don't know. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gehe ich diesmal eher einfach so durch. Mal ganz schnell. Einmal fix. Weil mit der Sense ging das ja eben echt schnell. Hallo. Geht sie weg. Diesmal werden wir mal gucken, was wir für eine Waffe nehmen. Der Bade ist für den Anfang cool, aber die ist natürlich nicht OP. Da muss man dann mal gucken. Hier reingehen würde ich übrigens nichts, weil du kriegst meistens keine Schätze raus. Und hier kommen gleich Gegner? Nein, okay. Gut. Irgendwas. Irgendein Gegner wurde gerade gepoisoned, kann das sein? Oder habe ich das nur so gesehen? Ne, das habe ich glaube ich nur gesehen. Ich habe ja keine Poison-Waffe. Das heißt, wie soll denn Gegner gepoisoned werden, wenn ich keine Poison-Waffe habe? Das macht überhaupt keinen Sinn. Greatsword! Finde ich nicht so interessant. Auch viel Zeit, um zu funktionieren. Da bleibe ich doch lieber bei meiner guten Hellebarde. Hellebarde? Bertha die Hellebarde! Nein. Dich will ich nicht nehmen. Charm of Madness. So wichtig ist mir dann Durchschlagskraft auch nicht. Kann Gegner freezen? Oder ist das der Freeze-Effekt, der hier, so lila-lich angezeigt wird? Ja, das ist der Freeze-Effekt, würde ich sagen. Aber warum? Müsste eher blau angezeigt werden. Übrigens kann ich... Was soll ich? Immer mal schnell machen, weil das nimmt sonst mein Inventar zu. So. F! Runter in the second floor! Guck mal, diesmal sind zum Beispiel Krog und die Essence Lady... Okay. Nichts gesagt, die Essence Lady ist ja schon mal da. So, Power Evasion. Okay, Evasion ist immer gut. Attacken auszuweichen ist immer eine gute Sache. Nicht getroffen zu werden ist natürlich immer schön. Okay. Nee, brauche ich nicht. Ja, manchmal gibt es da vielleicht doch nützliche Sachen drin, aber ich glaube, in den meisten Fällen ja nicht so. Was ist denn das für ein Effekt? Eine Hellebarde hat doch da. Ach, ich hab. Ah, ich bin auch dumm. Ich hab doch The Mummer of. The Mummer, genau. The Mirror of the Mummy. Das ist doch. Ja, okay, cool. Shotspear 10-13. Okay, nee, das macht mehr Schaden. Leather Armor kann ich mir kaufen. Leather Armor hat nur Vorteile. Im Gegensatz zu anderen Amoren. Amore. Ja, ich bin ein guter Sänger, ne? So ist das, Leute. So ist das. Okay, weiter geht's. Ich hab hier nichts mehr, was ich noch brauche. Außerdem müssen wir uns beeilen. Sonst ist der Part zu lang. Ich meine, sowas kann man vielleicht auch cool gucken, wenn man nebenbei irgendwas anderes macht. Zum Beispiel. Eieieiei. Zum Beispiel. Eieieiei. Was zum Teufel? Ich guck gerne solche Videos, wo ich weiß, dass ich nicht unbedingt hingucken muss. Nein, nicht Mimik hier. Verfluchte Kiste. Da kriegen wir vielleicht ein cooles Item raus, aber werden auch verflucht, also. Wo das decreased meistens nur unser Leben. Wenn ich mich da richtig erinnere. Wir haben noch keine OP-Waffe. You have been cursed. Ah, wir haben wieder die Red Pickaxe. Hat die wie... Nee, die, okay, die ist normal so. Die hat immer minus 20 Defense und... Ach nee, will ich nicht. Okay. Hat uns aber nur ein bisschen Leben genommen. Das ist okay. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich denke mal nicht, dass ich die Pickaxe nochmal wirklich benutzen werde. Weil da muss man wirklich zu nah an den Gegner ran. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das im Video sich ein bisschen nervig anhört. Ja, wenn ich ja dann beim Schneiden sehen. Ha. Okay, ich wollte eigentlich warten, bis sie angreift. Aber hat sie nicht. Ich würde gern mal so Speere benutzen, aber ich habe noch kein OP-Speer gefunden. Yes. Eine normale Sperre gefunden. Ich habe übrigens vorhin, als ich gespielt habe, um wieder zur Icewitch zu kommen, habe ich ein sehr interessantes Schwert gefunden, das eigentlich in ein anderes Spiel gehört. Das gehört eigentlich in Dark Souls, aber hier haben sie es auch... Wow, was hast du für eine Reichweite, Alter? Das ist unrealistisch. Und ist auch verwurstet. Fand ich ganz nett. Vielleicht sehen wir das ja nochmal. Ah, Gott. Move Speed. Ha, was nehmen wir denn hier? Attacks Enemies mit Circling Round Adventure. Na, die sind alle gut, ne? Mirror of the Mummy werde ich auf keinen Fall... Ah, nee, komm. Wir nehmen die Green Bats eigentlich immer, aber deswegen nehme ich die diesmal halt nicht. Diesmal nicht. Obwohl das schon cool wäre, so ganz viele Sachen um mich rumfliegen zu haben. You will never get me alive! Nein. Ist ein Gift gestorben. Mirror of the Mummy, Hashtag OP. Hey, Krog, hast du was Cooles? No Speed, Bloodstone, nee, nicht wirklich. Nope, Krog, danke, aber nein, danke. Hey, Essence Lady, dich habe ich auch noch gesucht. Power Max Health, das bringt minus 5. Ich habe keine Ahnung, kann ich rechnen. So, Power Max Health, Power Defense, Sparkling. Gib mir Sparkling Water. Power Max Health, das ist besser. Was, die sind zu high? Das kann nicht sein. It's impossible! Hallo. Vielleicht sind sie nicht mehr zu hoch. Wenn ich gegessen habe, genau. Essen ist genau das, was ich nicht tun sollte, um das zu kriegen. Komm, schieß doch. Ganz vergessen, dass ich auch Dash Damage habe. Das ist irgendwie immer, weil es irgendwie eine seltsame schnell Mechanik ist. Aber ja, okay. Da geht's noch weiter. Ich will weiter. Hallo, guten Abend. Warte, ich muss nochmal zurück. Okay, da war nichts drin. Na gut. Nee, das ist ein Kackraum. Nee, hab ich keine Lust drauf.
Das ist ein doofer Raum. Da kommen nur Gegner und da kriegt man auch nicht oft nichts raus. Das genau. Thank you, thank you, thank you, thank you. So, Belial again. Mal gucken, wie er auf meine netten beiden Accessoires reagieren wird. Eine kleine Beliali. Wir haben fast volles Leben, das ist natürlich sehr schön. Der startet gleich gut, Alter. Der startet gleich gut. Nope. No! Wow, wow, wow. Belial, 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 Belial. Mein kleiner Beliala. Ne? Ganz easy. Easy. Man weiß eigentlich, dass das ein völlig leichter Boss ist, aber man freut sich trotzdem, wenn man ihn besiegt hat, ne? Oh, Double Swords. Wow. Wow. Hört ihr die Freude meiner Stimme? Wow, it's amazing. Amazing Gray, Alter. Amazing fucking Gray. Okay, jetzt können wir hier mal ein bisschen mit aufbauen. Zack, 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 zack. Okay, cool. Offerino! Machen Dino! Hallo! Hallo, Mr. Eismagier. Schön, dass sie da sind. Ich freue mich wirklich, aber sie können auch wieder gehen. So, ich bräuchte mehr Power, dass ich mit einem Schlag mehr Schaden mache und die mit einem Schlag besiege. Das finde ich toll. Poison Bottle. Oh, warte! Oh! Poison Bottle und Mirror of the Mummy ist doch das perfekte... Warte mal, so. Ja, das ist doch das perfekte... Perfekte Duo, Alter. Ich habe mich um deine Schergen herumgeschlichen. Vor allem um den Eismagier da. Der ist nämlich gefährlich. Hallo, Mr. Eismagier. Schon wieder so wenig Leben. Monocle! Das zieht nur der gute Zombie an. Hat Zombie eigentlich Dungeon schon gespielt? Das weiß ich gar nicht. Ich wäre das auch so ein Spiel, was ideal für ihn wäre. Habe ich das Gefühl. Aber er hat ja auch Wizard of Legend gespielt und das relativ schnell durchgehabt. Camping Hatchet. Why? Sollte ich das nehmen? Oh, nein, du hast nichts. Okay, danke. Danke für gar nichts. Relativ schnell durchgehabt. Ich habe es mir leider nicht angesehen, wie er da geschnitten hat, aber irgendwie, weiß auch nicht. Auf jeden Fall schneller, als ich das durchgespielt hätte, sage ich jetzt mal, ne? Ich hätte ja damals noch normal gemacht, aber ich werde wahrscheinlich Wizard of Legend auch nochmal so auflegen. Please Cold Status Effect, ne, ich will Power of Charm. Ich werde das wahrscheinlich, wow. Wow, 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 hier ist ja die Elite versammelt. Das ist ja ganz geil, Alter. Das ist ja nur geil, Leute, das ist ja nur geil. So auflegen wie, dieses hier, also einfach so ein bisschen vorgespult. What? Ein Drumstick! Wow, main-handed, one each day, the perfect ratio that no one... The cover up here, taking a bite from the dumb drumstick. Oh, okay. Wollen wir mal... Oh, nee, warte. Ich habe gar kein Schild mehr. Lecker. Aber ist das denn irgendwann aufgegessen, oder... Ich habe jetzt einen Bite genommen? Okay, wow, okay, ich... Ja, das ist irgendwann aufgegessen. Ja, lol! Aber es ist... Okay, krass. Okay, okay. Nettes Konzept auf jeden Fall, nettes Konzept. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Also entweder kannst du die Waffe benutzen oder kannst sie halt nehmen, um damit dein Leben wieder aufzufüllen. Eine gewisse Zeit, also dreimal. Das Bier macht 13, ne? Der macht nicht so viel Schaden. Wow, okay, cooles Konzept. Also was die Waffen angeht, haben die sich hier echt geile Sachen ausgedacht, muss man sagen. Ja, 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 ja. Hast du gedacht, wa? Hast du gedacht. Aber denk ist auch nicht so deine Stärke, Gegner. Well. Nein, 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 nein. Denken ist nicht die Stärke von keinem Gegner. So. Au. Okay. Gib mir den letzten Bissen. Lecker. Jetzt habe ich noch den Meatless Drumstick. Okay, cool. Okay, jetzt hat das halt überhaupt keine Reichweite mehr, aber man kann es noch als Waffe benutzen. Cool, ich dachte, das verschwindet dann einfach. Aber nee, man kann es noch benutzen. Nicht. So, mal gucken, wie viel. Das macht ja 0 bis 15. Ach so, das macht. Ach so. Das bedeutet, der Anfangsschaden, also der Minimalschaden, nimmt ab, okay? Das ist interessant. Du wirst hier natürlich beschützt von deinen besten Fledermäusern. Besten Fledermäusern, alles klar. Die besten Fledermäuser, Alter. Leute, Deutsch und Tiernamen sind so Sachen, die kann man machen, aber muss man offensichtlich nicht. Ich bin hier. Habe ich denn Hunger? 52 im echten Leben habe ich Hunger, das kann ich mal so sagen. 52! Oh, das wäre natürlich lecker gewesen, aber ich kann mir leider nichts davon gönnen. Denn so viel Hunger habe ich nun wieder auch nicht und deswegen muss ich gehen. Tschüss. Arrivederci, bella, bella, España. Hallo. Schade, die hatte leckere Sachen auf jeden Fall da. Hallo. Ach nee, das ist schon wieder Sonnen. Das ist ja schon wieder Sonnenlevel. Bye. Was ist? Oh, was? Was? Thunder Kunai? What? Wow, okay, das schleudert drei Kunai auf einmal. Alter, Leute. Leute. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wow. Oder Butter bei die Hunde. Okay, das greift halt unfassbar verzögert an. Hallo, Jungs, na?
Komm schon. Okay, einen habe ich down. Aber warum bleibe ich denn stehen? Okay, nee, so cool sind die denn doch nicht. Fand ich meine anderen besser. Ich meine, für die Leute vielleicht ganz nett so. Ich bin gleich tot, ne? Ich schaff's einfach nicht, weit zu kommen. Hilfe! Okay. 23 Leben. Leute! Wie süß! Alter, mit Sickle Trace 29 garantierten Schaden. Sickle Ice Size bei. Alter! Ja, nehme ich, Alter! Ist genommen! Ist doch genommen! Die ist. Okay, 1% Chance to deal additional 50 Damage. Okay, ist natürlich nicht so gut. Aber wack! Wack? Was ist wack? Ich würde sagen, what the fuck, Alter? Willkommen in den Gebieten von. Echt jetzt? Soul Eater. Wow! Okay, hallo? Dead. Oh! I don't like bisons. Wow, okay. Wow! Warte, was war der Effekt? Puts nearby enemies. Achso, nee. Wow, okay. Nein, scheiße. Ist das okay für mich? Oh Gott. Okay, das könnte natürlich trotz Wassersense mein Ende sein. Ah, ich habe noch ein Leben. Ja, danke. Okay. Aufpassen. Ah! Na, ernsthaft, Jungs. Jungs. Chill! Nein! Ich bin... Nein! Ah! Getötet von so einem Lauch. Einem Lauchskelett. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Mit der einen Sense gestorben, die wirklich eine Pickaxe war. Mit der zweiten Sense dumm gestorben. Ach, Leute. Leute, das war so ungefähr die schlechteste Runde aller Zeiten. Und so heißt wahrscheinlich auch der Part. Keine Ahnung. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Schreibt in die Kommentare, was ich hätte machen sollen, um zu gewinnen. Vielleicht ausweichen. Über das Ausweichen sollte ich mal nachdenken. Ja. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.